Mahlzeit, Leute. Wie ihr es schon gelesen habt, habe ich bei meinem Balkonkraftwerk so ein bisschen was verändert. Und zwar bin ich von EcoFlow umgestiegen auf Anker Solix. Warum? Das klären wir jetzt. Also vorweg möchte ich einmal sagen, das war jetzt nicht so, dass ich das EcoFlow nicht funktioniert hätte oder so. Ne? Das hat schon funktioniert. Wir haben auch Strom produziert. Das ist okay. Ja? Es gibt auch einige Vorteile, die diese Kombination von EcoFlow, die ich jetzt hatte, hat, aber wenn man die nicht nutzt oder nicht braucht, dann bringt einem das nichts. Ne? Da geht es um diese Kombination mit der Delta 2 Power Station. Aber jetzt habe ich eben, wie gesagt, diese Solarbank 2, die ganz neue von Anker. Und das ist schon in den ersten Tagen ein gewaltiger Schritt, eine gewaltige Verbesserung, das muss man schon ehrlicherweise sagen. Es gibt jetzt zwei Punkte, wo man sagen muss, da ist der Vergleich nicht so ganz fair, weil eben einmal ich bei dem EcoFlow-System habe ich als Speicher die Powerstation genommen und nicht den Zusatzakku. Mit einem Zusatzakku wäre der Vergleich vielleicht ein bisschen anders ausgegangen, anstatt mit der Powerstation. Das zweite ist, bei der Solarbank 2 von Anker habe ich jetzt direkte Smart Meter mit verbaut, sodass eine Nulleinspeisung gemacht wird. Das hatte ich bei EcoFlow auch nicht. Aber ich glaube, das wäre auch problematisch geworden. Warum? Das gibt es jetzt auch gleich. Also erstmal so die Fakten so ein bisschen zu unterscheiden. Naja, 800 Watt speisen beide ein. Bei dem EcoFlow-System hatte ich jetzt 1024 Wattstunden Speicher, brutto, netto um die 700, weil 30% immer drin bleiben müssen. Also 700 Wattstunden ungefähr netto. Bei dem neuen System von Anker Solix sind es brutto 1,6 Kilowattstunden, 10% müssen drin bleiben. Also ungefähr das Doppelte an Speicherkapazität, wie ich vorher hatte. Und ein Riesenvorteil ist eben auch, dass man daran 4 Solarpaneele anschließen kann. Bei der Kombination von EcoFlow kann man nur 3 anschließen. Und da muss man auch sagen, ein Panel ist am Speicher, 2 am Wechselrichter bei EcoFlow. Das heißt, das Panel, was am Speicher angeschlossen ist, das wird gar nicht den ganzen Tag über voll genutzt. Wenn der Speicher voll ist, wird es nämlich abgeschaltet und es sind trotzdem nur noch die beiden an diesem Powerstream, also an dem Wechselrichter von EcoFlow in Betrieb. Was dazu führt, dass ich seit Mai gab es so eigentlich nur 3 Tage, wo ich über 4,5 Kilowattstunden Strom produziert habe mit diesem Balkonkraftwerk. Trotz 3 Paneele. Die gleichen 3 Paneele habe ich jetzt an dieser Solarbank 2 angeschlossen und ich bin innerhalb der ersten 2 Tage schon jedes Mal über 5 Kilowattstunden gekommen. Also der Ertrag, die Ausbeute aus der installierten Hardware ist deutlich größer und es wird auch viel effektiver genutzt, weil alle 3 Paneele immer in Betrieb sind. Das vierte fehlt mir noch, das muss ich noch nachträglich installieren. Es sind halt immer alle in Betrieb. Also wird die Kapazität einfach viel besser genutzt als bei dem EcoFlow-System. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, EcoFlow war mit diesem Speicher, den man an diesen Powerstream anschließen konnte, meiner Meinung nach, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, sehr früh mit dabei, dass es ein Wechselrichtersystem gab, wo man Speicher anschließen konnte. Und was eine fertige Lösung war und keine Bastellösung. Da waren die früh mit dabei und haben einfach vorhandene Ressourcen genutzt. Also wenn ich das richtig sehe, kommt EcoFlow aus der ursprünglich aus dem Bau von diesen Powerstations. Und die haben jetzt einfach gesagt, naja, die Powerstation, also den Speicher haben wir schon. Wenn wir jetzt ein Balkonkraftwerk bauen, dann brauchen wir nur noch ein Kabel, dass wir es miteinander kombinieren können, weil die Powerstation ja sowieso schon mit einem Zusatzakku erweitert werden konnte. Und diese Stecker werden einfach verwendet. So, ne? Ist eine ganz gute Lösung eigentlich. Aber wenn man diese Powerstation eigentlich sowieso nicht braucht als Powerstation, ist es witzlos für einen, ne? Also dann bringt einem das jetzt nicht so viel Vorteile. Der Test wäre vielleicht anders oder dieser Vergleich würde vielleicht anders aussehen, wenn ich den Zusatzakku und nicht die Powerstation genommen hätte. Der Akku hat weniger Funktionen, das ist ganz klar.
wird es vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber auch nicht so richtig viel, ne? Da kann man auch ein Solarpanel anschließen, um den nachzuladen. Was man da halt nicht hat, sind diese ganzen Steckdosen, ne? Dass man da auch nochmal Steckdosen nutzen kann, und so weiter. Das fehlt bei diesem Zusatzakku. Das ist einfach nur ein Akku ohne weitere Anschlussmöglichkeiten. Viele Anschlussmöglichkeiten, muss man jetzt sagen, hat diese Solarbank 2 von Anker auch nicht. Da ist eine einzige Steckdose dran, um die Anlage als Inselanlage betreiben zu können. Aber das ist auch eigentlich gar nicht weiter schlimm, weil damit ja die Nulleinspeisung sehr gut realisierbar ist, so dass eigentlich egal, wo ich was einschalte, der Strom sinnvoll genutzt wird. Warum wäre jetzt bei EcoFlow meiner Meinung nach oder vermutlich das mit der Nulleinspeisung nicht so gut gegangen? Das ist das gleiche Problem, warum das auch mit mit dem Smart Plug und den anderen Automatisierungen schlecht funktioniert. Was einfach bei EcoFlow super schlecht ist, ist diese WLAN-Verbindung oder die WLAN-Adapter. Es ist so oft vorgekommen, dass ich in die App geschaut habe und alle Geräte nicht zu finden waren, weil die Verbindung unterbrochen war. So, wenn ich jetzt eine Automatisierung gestartet habe, das habe ich hier schon mal in einem anderen Video erklärt, wird immer der Status von dem Powerstream und von der Delta 2 ausgewertet in der App und dann wird aus der App heraus, beziehungsweise aus der Cloud heraus, wird die Funktion gestartet, die mit den Bedingungen verknüpft ist. So ist es ja auch bei dem Smart Meter, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist auch mit dem WLAN verbunden. Das wertet aus, wie viel Strom verbraucht wird und sendet diese Information dann an den Powerstream, um die Einspeisung anzupassen. Da aber bei diesem Powerstream ganz oft die WLAN-Verbindung weg war, würde das gar nicht funktionieren. Und dann wird ja, was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht gar nichts eingespeist oder so. Ich weiß es nicht. So. Also glaube ich einfach, dass das nicht zuverlässig funktioniert hätte. Man muss auch ein, es gibt kein Smart Meter aus dem Hause EcoFlow. Man kann oder muss da einen Drittanbieter nehmen. Da hat man natürlich den Vorteil, dass die Datenschnittstelle offen ist, dass man das mit anderen Programmen auch auswerten kann. Das geht bei Anker jetzt nicht. Das ist halt geschlossen. Da kann man mit keinem anderen Programm irgendwie so ohne weiteres auf diese Daten von dem Smart Meter drauf zugreifen. Aber das stört mich jetzt nicht unbedingt. Nochmal auch so im direkten Vergleich, die Datenauswertung bei EcoFlow war das ganz oft so, dass diese Stromproduktionsstatistik, wie viel in welchem Zeitraum produziert wurde, das ist immer in so Stundenrastern, das hat manchmal 2, 3 Stunden gedauert, bis die Daten da zu sehen waren, wie viel Strom produziert wurde in den letzten Stunden. Und das ist bei der Anker-App einfach überhaupt gar nicht. Es ist immer sofort alles da, ne? Gut, man hat ein bisschen weniger Einstellmöglichkeiten in der Anker-App, aber das ist jetzt nichts, was mir fehlt. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass man da diese zusätzlichen Funktionen, also bei EcoFlow hat sich das aus der Powerstation ergeben, dass man viele Möglichkeiten hatte, was einzustellen. Das geht da jetzt nicht, liegt aber einfach daran, dass das Teil eben keine Powerstation ist, sondern nur für den stationären Einsatz, ne? Also das muss einem klar sein, dass es da einen Unterschied gibt. Aber wie gesagt, es sind keine Funktionen, die mir fehlen würden bei diesem Anker-System. Im Gegenteil, also das, was man machen konnte, hat oft nicht zuverlässig funktioniert, weil die WLAN-Verbindung abgerissen ist und das Gerät nicht wiederzufinden war. Manchmal muss man das erst neu starten, komplett und so weiter. Das hat einfach keinen, also das hat den Spaß etwas getrübt, sagen wir es mal so. Und in dem Fall ist es jetzt auch so, dass diese Solarbank 2 von Anker ja einfach die Kapazitäten viel, viel besser ausnutzt. Ne? Man hat den doppelten nutzbaren Speicher und kriegt viel mehr Strom produziert und eingespeist und kann ihn nutzen, als das vorher bei dem EcoFlow-System der Fall gewesen ist. Wie gesagt, so hundertprozentig kann man das beides nicht so richtig vergleichen, weil es eben das eine die Powerstation ist anstatt dem Zusatzakku und das und so weiter. Aber der Punkt ist einfach, diese Solarbank ist aus einem Teil oder das ist ein Teil, das ist alles aufeinander abgestimmt, es funktioniert in einem durch. Und bei dem System von EcoFlow, da hatte man schon so Umschaltzeiten, was gedauert hat. Dann musste der Speicher
wenn der auf 100% geladen war und man hat daraus Strom verbraucht, musste der erst runter bis 95%, also unter 95% fallen, damit das Solarpanel, was an der Powerstation angeschlossen war, nachgeladen hat, eingeschaltet wurde. Also da hatte man immer so ein 5% Range, das hat nicht sofort nachproduziert. Dadurch ist auch wieder was verloren gegangen, wenn man jetzt einen Verbraucher angeschlossen hat, der nicht viel Strom verbraucht hat. Was weiß ich, 30, 50 Watt oder irgendwie so, hat das Ewigkeiten gedauert, bis man unter die 5%, also unter die 95% kam, damit wieder nachgeladen wird. Also es ist einfach nicht so effektiv nutzbar gewesen, ne? Also man hat ein bisschen was verschenkt. Aber man muss natürlich auch sagen, das Teil von Anker, das ist jetzt ziemlich, ziemlich neu auf dem Markt. Die EcoFlow-Komponenten gibt es schon deutlich länger. Und erschließen wahrscheinlich einfach eine ganz andere Zielgruppe, die das Teil einfach mobil nutzen wollen auch und einfach das, im Grunde das Upgrade zum Balkonkraftwerk genommen haben und nicht das Ding als Ganzes kaufen, um einen Balkonkraftwerkspeicher zu haben. Das ist, glaube ich, einfach der Unterschied. Ne? Ausbaufähigkeiten, muss man auch sagen, ist bei dem, also was die Speicherkapazität angeht, ist Anker deutlich besser. Ne? Da kann man mehr und einfacher Speicher anschließen. Das ist ja bei EcoFlow schon begrenzt. Da kann man ja nur den Speicher erweitern, wenn man die Delta 2 Max Power Station hat, weil das die Station mit den zwei Steckern ist für Zusatzspeicher. An einen kommt der Power Stream, also der Wechselrichter, und der zweite, der frei ist, da könnte man dann noch einen Zusatzakku anschließen. Also kommt man auf maximal 4 Kilowattstunden Speicherkapazität. Ob man diese 9,6 kW, die theoretisch möglich sind an der Anker Solix, ob man die wirklich voll kriegt und braucht, das ist eine andere Sache. Aber zumindest kann ich schon mal ohne weiteres einen weiteren Akku und noch einen zweiten, weiteren, einen dritten Speicher anschließen, die vielleicht schon ausgenutzt werden könnten. Das kommt ein bisschen auf die Solarpanelausrichtung an, ne? Muss man mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr möglich, das ist richtig. Aber eben, es ist für den stationären Einsatz gedacht und nicht für den mobilen Einsatz wie das EcoFlow-System. Also ich möchte sagen, beides hat seine Vor- und Nachteile. Wenn man eben diesen mobilen Einsatz gar nicht braucht, sind diese Funktionen einfach vollkommen überflüssig und man kauft da was mit, was man gar nicht braucht. Ne? Habe ich jetzt gelernt, würde ich so nicht nochmal machen und finde einfach momentan dieses System von Anker ziemlich geil. Ich bin da richtig begeistert von und würde es auch jederzeit, also wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte, würde ich das Ding jederzeit wieder kaufen. Das ist halt immer so ein bisschen so, in der Theorie sehen die Teile alle gut aus, die Daten sind top, aber es sind halt so die Kleinigkeiten, die sich im praktischen Betrieb erstmal rausstellen. Das ist jetzt hier auch ja keine wissenschaftliche Ausarbeitung. Ne? Ich habe jetzt hier irgendwie so, das sind meine Erfahrungen aus den letzten Wochen und Monaten. Ne? Und da muss man ganz einfach sagen, das sind so Dinge, das lernt man dann erst, indem man es ausprobiert und benutzt. Und dann sieht man, da hakt irgendwie ein bisschen was, das läuft nicht so ganz rund und so. Ne? Und das ist einfach das große Problem. Oder was heißt das Problem? Also war jetzt hier bei uns ein bisschen nachteilig bei dem EcoFlow-System. Das Problem haben wir jetzt bei Anker eigentlich gar nicht mehr. Und deswegen würde ich, also wenn man jetzt vor der Wahl steht, was nehme ich, würde ich auf jeden Fall aktuell dieses Anker-System, Anker Solix Solarbank 2, empfehlen. Das war's. Danke fürs Dranbleiben. Bis dann.